So, guten Morgen. Ich würde mal sagen, das sind die. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Versuche das mal ranzuholen. Das hier sind dezent. Viele sind Fleiß, aber das wird ihr wahrscheinlich gar nicht so sehen. Ja, wunderschöne Aussicht aufs Meer. Ja. Ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal Frühstück. Ich würde mal so sagen, das ist gerade Ebbe, aber die Flut kommt schon. So, ich mache jetzt hier gerade den ersten von zwei kleinen Loops vom Dock und ich muss mich heute noch ansputen. Es ist jetzt schon 15 Uhr und ich habe heute noch viel vor, weil heute ist Freitag, morgen ist dann Samstag und Sonntag ist dann Starkregen prognostiziert und dann möchte ich dann hier eigentlich nicht mehr so wirklich an der Westküste sein. Deswegen muss ich mich halt so ein bisschen sputen, weil ich muss dann halt heute Abend dann schon beim Franz-Josef-Gletscher sein. Habe ich das noch so ein Gefühl oder fahre ich da auf Regen zu? So, ich würde sagen, ich gönne mir gleich erstmal schön ein Grapefruit Ice Cream. So, guten Abend, gute Nacht. Ich bin dann vom Franz-Josef-Gletscher noch irgendwie ein bisschen gefahren. Nach Utqarira oder so. Und weil hier ist ein Wald, wo es ganz viele Kiwis gibt. Und vor mir habe ich noch ein Pärchen getroffen. Die haben zwei gesehen. Aber ich habe nichts gesehen. Ich habe dafür was anderes gesehen. Das zeige ich euch dann im Anschluss gleich. Ja, aber ich hatte natürlich auch keine Rotlichtlampe mehr. Meine Rotlichtlampe, die ich hatte, habe ich irgendwie verloren. Das heißt, ich musste etwas improvisieren und halt mein Licht, was ich hatte, stark abdunkeln. Aber ja, irgendwie doch mies, weil die meinten, die haben ziemlich gut zwei gesehen. Ziemlich kurz nachdem der Weg begonnen hat. Aber naja, schon zum zweiten Mal Pech gehabt jetzt. Läuft. So, ich war zwar schon beim Franz-Josef-Gletscher mit meiner Familie, aber ich gehe halt nochmal hin, weil ich meine, es ist besser vom Wetter und man kann halt jetzt von hier aus jetzt schon da was sehen und da hoffe ich, dass ich noch bessere Ausblicke habe dann heute.
kleine See führt anscheinend gerade sehr viel Wasser. Und das macht richtig lustige Geräusche, wenn die Wellen hier ständig so in die Latten treffen. Richtig lustig, der Fluss und der Bach, der hier eigentlich lang fließen sollte, läuft jetzt da im Wald, wo eigentlich der Gehweg ist, zum See nach unten. Tja, einmal Rollen getauscht. Was ich gerade richtig komisch finde, die Temperatur gefühlt irgendwie richtig warm. Also gefühlt fühlt sich das an meiner Hand warm an, also ja. Keine Ahnung, entweder hat es hier so gut geschienen die letzten Tage oder gibt hier doch tatsächlich irgendwie Thermalbehitzung, was gut sein kann. Riechen tut man das auf jeden Fall nicht. Richtig geil! Hammergeil! Ist ja mal so richtig windig. Und das Ganze, mir ist so aufgewühlt. Bin komplett feucht mit Salz. Ich hatte gerade eben erst hier geduscht. Und jetzt hat es die ganze Zeit nicht mehr geregnet, während ich hier Auto gefahren bin. Und kaum bin ich aus dem Auto, fängt es an zu regnen. Ach, schrecklich das Wetter. So, guten Morgen. Es hat jetzt die Nacht und Abend schon die ganze Zeit geregnet. Jetzt nieselt es nur noch leicht. Mal hoffen, dass es auch bald aufhört. Ja, und ich habe jetzt den Job. Yay, ich habe es heute klar gemacht. Also ich bin dann morgen auf einer Farm. Komme ich dann an in der Nähe von Christchurch und dann sollte ich da gut arbeiten können. Die nächsten 2 Monate mindestens. So, jetzt bin ich ein bisschen gefahren. So ein paar Aussichtspunkte am Wegesrand hat man halt gar nichts gesehen, wo man eigentlich sonst wunderschön über Seen hier schauen sollte. Naja. Und es regnet immer noch und ich mache mich jetzt auf den Weg für eine Stunde Walk hin und zurück angeblich. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Weil hier ist jetzt ein Schild 1,5 Stunden One-Way. Mal schauen. Ja, der soll wohl dann auch sehr beeindruckend sein, wenn es geregnet hat, was es halt hat und immer noch tut. Und auch die Flüsse, in denen ich teils jetzt wieder vorbeigefahren bin,
um wieder auf die Hauptstraße zu kommen von dort, wo ich geschlafen habe, haben dann doch im Verhältnis zu gestern Nachmittag dann doch sehr viel mehr Wasser geführt. Aber konnte ich leider keine Fotos machen, weil das da schlecht möglich war an den Stellen. So, ich bin jetzt das erste Mal noch mit Schirm unterwegs. Aber ich dachte mir so, ich muss ja jetzt nicht unbedingt noch die Hülle hier von der Kamera so doll nass werden lassen. Und auch die Kamera nicht, deswegen. Aber ich glaube, ich nicht das erste Mal, dass ich den Schirm überhaupt benutze, aber ich habe ihn vielleicht einmal davor jetzt bisher verwendet. Also jetzt verstehe ich in deinem Kommentar, dass das totally goshing sein soll bei Starkregen. Alter, scheiße. Also ich kam noch nicht mal so weit, dass ich da irgendwas sehen konnte. Ich war einfach schon pitschnass. Meine Hose ist hier, als wenn ich einmal geschwommen hätte. Und ich kam noch nicht mal so weit, dass ich irgendwas wirklich gesehen hätte. Also ich kann nicht mal sehen, weil mir dann nur Wasser ins Gesicht fliegt. Und da die Kamera nicht mehr wasserdicht ist, kann ich mit der jetzt nicht so wirklich weit rangehen. Also maximal so bis hierher. Und ansonsten besteht die Gefahr, dass die Kamera halt nur nass wird. Habe ich nicht vor, das so weit kommen zu lassen. Kleiner Rabauke, du wolltest mir gerade meinen Regenschirm klauen. Ja, gibt's denn sowas? Ich hätte ihn hier abgelegt, weil ich da durchs Gebüsch durch bin, um das zu sehen. Und dann sehe ich plötzlich, dass der Regenschirm dann nicht mehr da ist. Ich hab den einfach weggezogen. Oh, zum Glück war ich noch rechtzeitig hier. Da ist der kleine Rabauke einfach abgehauen. Ich glaube, das war ein Weber, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich bin nicht so gut in Vogel. Bestimmt, aber wenn ich eine Aussage treffen müsste, würde ich sagen, das war ein Wicker. Ah, lustige kleine Finger. Ist schon die ganze Zeit vom Map gehauen. Das Auto war auch mal lange ein Auto gewesen. So, jetzt gehe ich hier noch einen anderen Track, aber den mache ich nicht komplett, ich mache den nur so ungefähr zur Hälfte und dann geht es wieder zurück, weil ansonsten wäre der mit 5 Stunden Return halt etwas zu lange, aber dann halt so 2 bis 2,5 Stunden Return bis zur Hälfte und zurück, das ist dann, da hat man dann auch schon sehr gute Aussichten. Ich bin angekommen, wo ich hin wollte. Da geht es dann wieder in den Wald. Jetzt sind ungefähr ein bisschen weniger als eine Stunde vergangen.
So, jetzt bin ich fast wieder unten. Und morgen mache ich dann noch einen 3-Stunden-Walk mit schöner Aussicht. Und dann geht es ab Richtung Christchurch. Also das ist gar nicht mehr so weit. Und dann halt zur Farm. So, Alter, das war jetzt echt anstrengend, da hochzukommen. Das war schon echt anstrengend. Ja, wunderschöne Aussicht. Ja. Ah, geil. Jetzt bin ich schon wieder am Schützen, so ein Scheißdreck, Alter. So, und jetzt geht's einmal da rauf. Ich habe noch nicht die Hälfte geschafft, aber trotzdem schon sehr schöne Aussicht. Und bin auch schon total am Schwitzen. So, und jetzt bin ich schon wieder über die Hälfte runter. Aber der steigt und der kommt jetzt noch. Und hier wird es jetzt auch nicht mehr. Und die Sonne scheint und es wird echt warm, heute noch 30 Grad oder so. Ach, mit Hilfe ich kann mir, desto wärmer wird es. Und ich fühle mich wie so eine rote Tomate. Bestimmt sehe ich auch so aus. Manche kennen es mehr, manche mal, nämlich als ich Richtung Tigapo hochgefahren bin, auch mit meinem alten Auto. Aber das war in einem regnerischen Tag, da hat man halt nicht wirklich viel, wirklich was gesehen. Und jetzt ist es leider auch so, dass durch den Regen der letzten Tage das Wasser so trüb ist. Weil normalerweise sollte das dann, wenn es die letzten Tage nicht so geregnet hätte, wäre das Wasser schön türkis gewesen. Naja, ich gehe dann trotzdem gleich noch mal rein, ein bisschen den Schweiß von der Haut wegbekommen. Und ja, dann geht's auf. Zur Farm!